So, mal schauen, wer die Knife holt. Beide Teams haben ja die Knife gegen SK verloren. Ich sage... Ich sag Navi. Navi, sagst du? Okay, dann sage ich Lions. Auf geht's. Okay. Bei der Knife Round kann man sowas machen. Oh, Nikolaus mit dem First. Und alles bisher Head Knife. Und jetzt der Vorteil bei Navi. Crystal sehr low, 45 gegen 3. Das sieht gut aus für die Ukrainer. Außer Crystal rastet aus. Ja, den ersten könnte er. Ja. Senja steht dazu gut. Und Lions schreiben hier direkt: One Minute Talk. Kurze Besprechung, was in der Pistole gemacht wird. Dann nochmal kurz die Pistole durchgehen, damit die sitzt. So, Anatan schreibt hier: Hör auf, was umzustellen. Ich habe gar nichts umgestellt. Also, wie gesagt, versucht mal mit F5 zu drücken, ob es dann besser läuft. Und ansonsten vielleicht auch mal direkt auf GameSpot schauen und da den Stream schauen. Denn da hat sich bisher noch kein User beschwert über Lags. So, und Bossen schreibt, Navi braucht anscheinend nur Draw. Lions muss gewinnen wegen einer Runde im SK-Game. Also vielleicht können das nochmal zwei, drei Leute bestätigen oder auch nochmal überprüfen. Und auch in den Twitch-Comments, der Meier Sein schreibt hier, läuft alles bestens. Und McMart schreibt hier auch, läuft wieder flüssig. Also F5 hilft. Für dich vielleicht eine Überraschung, dass Navi nach der gewonnenen Knife als Zehnte beginnt? Denn... Oder also auch auf der Map finde ich es nicht so wichtig. Also ich mache mir jetzt, also ich hätte so ich würde mir da keinen so großen Kopf machen. Ah, okay. CT ist jetzt so der Standard, dass man auf der Map anfängt, aber ist es wirklich eine CT-Map? Wenn man gut spielt, ja, auf jeden Fall. Wenn man gut als T spielt, ist es auch eine gute T-Map. Also ich denke, die Knives haben auf der Map keine große Bedeutung. So, geht auch endlich los. Alles klar. Wir sind gespannt. Lions gegen Navi. Wer zieht hier ein in das Halbfinale? Und auch Navi mit deiner... Was für eine Runde. Geht also zu Picture viert Picture klappt nicht bei mir nicht. Zu und Edward, super schneller Push. Viele über unten sind. Super schneller Push gegen über Katze. Und Sneal mit dem First Frag. Ja, und dann also fällt das er. Sieht auch danach aus, als ob Navi weiß, was sie spielen. Oder zumindest ein Read hat. Pier muss jetzt schnell raus, braucht nicht mehr das Schleichen. Trotzdem Crystal sowieso Mr. Schleicher schlechthin. So, und Makelov macht's perfekt, hat unten immer noch Katze eingenommen. Weiß also, wenn da immer noch was kommt. Senja spottet da mit ihm und jetzt muss Tür bald rauskommen. Und Navi steht wieder zu dritt am A. Zeus. Senja müsste jetzt eigentlich sofort fallen, wenn die Tür aufgeht. Oh, kann sich jetzt für Tür konzentrieren, also. Die warten aber auch sehr lange, ist ja offensichtlich, was sie machen eigentlich. Was für ein Frack von Senja gegen die Katze, das gibt's ja gar nicht. Ach du Scheiße. So, und jetzt Senja super low. Nikolaus kann das holen. Setzt den Headshot. Und jetzt gegen Senja. Nikolaus! Mach das! Mach das! 20 HP gegen 4. Die Zeit ist noch genug. Und Senja holt das mit 4 HP. Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte. Alter, hast du diesen Schuss gesehen vom Senja? Nein. Boah. Der aimt gegen Tür, läuft rückwärts weg, schaut rechts gegen die Kiste da und dann dreht er sich um und gibt instant einen Headshot gegen Katze. Im Weglaufen, im Rückwärtslaufen. Wahrscheinlich Alter. Spielentscheidender Frack. Oder Rundenentscheidender, nicht Spielentscheidender. Lions kauft, spielen mehr oder weniger dieselbe Taktik, wird ein Tür-Go. Aber komplett Deagle. Ja. Also auch schon, wie sie es gegen SK gezeigt haben. Sneal über Katze hoch, zusammen mit Thread. Die Taktik könnte sehr gut klappen. In die Flash sitzen. Senja könnte dann sofort aus dem Spiel genommen werden.
Sonja da hinten gefangen und fällt auch in diesem Augenblick. Edward bangt zusammen mit Markloff. Und Zeus Derricks schiebt es sofort runter. Und Zeus von hinten. So, Goethe. Ja. Auch kein Problem. 2:0 für Navi. Jetzt wird eine komplette Glockrunde gespielt. Keine Diegel, keine Waffe. Und die geht Richtung B. Sterix steht dort nur mit einer Diegel. Und er steht. Ja, Edward kommt dazu. Und Edward darf glänzen. Und dann Sterix nochmal mit zwei Diegels. Diegel-Shots hinterher. 13:0. Der Headshot von Senja, der geht mir immer noch nicht aus dem Kopf. So, aber egal. Nikolaus sehr schnell unterwegs. Nico. Total blind. Wird da von Starix auch gefischt. Weiter. Zweite dumme Aktion von Nico. Navi hat richtig Navi Druck gemacht, gerade im B-Lobby. Ja, man sieht, Navi will zumindest über ein Slot Kontrolle haben. Sie haben die Kontrolle über unten jetzt. Beide gehen jetzt zurück. Riecht nach einem Retake am A über Tür. Edward pusht jetzt langsam über B. Boys klingt der nächste Frag. Jetzt müssen da Flash Richtung Tür kommen, damit die zwei Spieler aus der Tür rauskommen. Jetzt kommt der Flash, jetzt kommt der raus. Markloff auch mit zwei Fracks und jetzt kommt der Joker. Oh, schön von Sneal. Aber es reicht nur gegen zwei. Gut gespielt wieder von Navi, schöne Aufstellung. Wichtig ist einfach nur, dass die Flash einigermaßen sitzt. Ich glaube, der erste Spieler war nicht blind, aber dafür wahrscheinlich der Spot-Spieler oder das nicht erwartet. Also sehr schneller Retake auch. Wollten sie nicht zum Legen kommen lassen. So, der Bullstar schreibt hier Clown, grüß Capio mal von Nils. An dieser Stelle getan. Dem an, der meint Nils aus Berlin. Grüße zurück. Ja, könnte barer sein, aber gibt ein paar mehr auf der Welt. Keine Ahnung. Zeus frisst Headshot, 3 AP noch, jetzt muss er weg. Also solche Aktionen wie eben das Einspielen in Wiegeland verstehe ich nicht. Von Lions. Ja, deshalb. Toll, der macht hier zwei Frags. Deshalb. So, und jetzt, wenn er die Runde entscheidet, weißt du warum. Ja, er hat ja eh nicht die Diegel geholt, der Vierte. Ja. War ein anderer. Aber gepickt. So, Starix steht da. Starix ist ganz recht. Safe. Ja, genau. Kann kaum sterben. Naja. Nimmt jetzt auch Eagle Check Mitte. So, schnell geswitcht auf M4. Damit wieder der Vorteil auf seiner Seite. Er führte mit einem komischen Read. Ah, schade. Das hätte er nur vorher nachgeladen, hätte er genau. One-on-One jetzt. Ja. Und so verliert er auch dieses Duell. Und die fünfte Runde bei Navi. Jetzt sehen wir eine AWP bei Vierte. Schauen, wo er versucht, die AWP einzusetzen. Wahrscheinlich zuerst Mitte, dann Richtung Katze. Wir schauen mal. Vierte, sagst du, ne? Direkt Mitte, ja. Direkt Richtung Katze. Navi. Und M für runterrushende CTs. Navi macht so. Aimt diesmal und macht sofort den First Frag da. Einfacher Frag für ihn. So, Navi wieder versucht wieder die Kontrolle über unten zu haben. Rechnen viel mit einem Türsplit. Den wir schon zum zweiten Mal. Und Sterix, der den Frag gemacht hat an der Katze. Katze wird jetzt komplett offen lassen. Und guckt. Wird er angeschossen von Starix. Und da folgt jetzt der Frag. Starix bisher im Grunde mit zwei Frags in der Runde. C9, nächster Frag, 1 AP noch. Bei ihm. Sneal über Katze hoch, Nikolaus Mitte hat sich da jetzt verraten mit dem Shot. Derricks kommt rum. Ist
rechtzeitig weg. Sneal, 1 HP. Und damit war es auch diese sechste Runde wieder vorbei. Senja auch nur noch mit einem HP, muss da jetzt eigentlich ein bisschen Def bleiben. Spielt da ein bisschen zu aggro. Markelov verliert. Senja jetzt hinter der Kisten-Kombo. Jetzt gefällt es mir, jetzt ist okay. Stand da eben ein bisschen offen auf dem Feld. Muss er jetzt eigentlich nicht versuchen, der Nico. Ja, hätte auch safen können bei ja, 20 so Sekunden. Wenig Zeit. Ja. Lions hat genug Geld, haben sogar gut Geld wahrscheinlich. Also für die, die immer noch Probleme haben mit Lex, weil es ist so ein bisschen 50-50 oder so, versucht mal nicht nur einfach nur F5 zu drücken, sondern auch mal Steuerung R. Oder halt auch mal den Cache komplett. Also Steuerung R. Darex Misch mixt sein Spiel gerade extrem, war Katze, war Mitte, ist jetzt B. Lions schon sehr weit oben, können davon ausgehen, dass ja, also links die Kiste KK frei ist. Nico jetzt mit den richtigen Fracking Zeus. Es folgt der Angriff auf da. Der Spotspieler ist blind, führt hat ihn nicht gesehen, jetzt hat er ihn gesehen. Haha. Ah, sehr schlecht. Bisschen Chaos gemacht, katastrophal gespielt von Crystal. Man sieht, dass Navi ihr Spiel ein bisschen verändert hat. Sie sind nicht mehr so extrem B fixiert, dass sie versuchen, B zu halten und dann den A zu retaken. Haben da ein bisschen andere Aufstellungen, als man es gewohnt ist. Jetzt sehen wir aber drei Leute B. Jetzt kommt die aggressivere Runde am B. Schönes Movement von Edward da an dieser Stelle. B-Lobby. Und Nikolaus, 15 AP und down. So, B-Lobby frei. Senja hat Mitte gepusht. Von daher wissen sie komplett, klar, was genau. Lions spielt, wahrscheinlich Tyrgo. Aber der Go wurde schon lange aufgehalten. Jetzt kann Navi perfekt pushen, guten Retake-Plan. So, Tür hören sie auf. Jetzt ist sie noch klarer. Und Senja. Gut gespielt vom Spot aus. Kriegt die Flash von Mate, checkt immer weiter und macht easy den Track. Hat alles Hand und Fuß, was Navi gerade spielt, durchdacht, clever gespielt. Und schwer zu lesen, was sie gerade als CT tun und wie sie verteidigen. Und Navi Lines jetzt mit 1,5, 1,8 an Geld. Nächste Runde wird auch ein bisschen.